Also meine Erfahrung würde ich vor allem was Fotografieren erzählen, dass man toll in einem Studio und so fotografieren kann, weil die selber gern fotografieren und man nicht immer ein Studio zur Verfügung hat als Amateurfotograf. Und auch sonst, dass es halt voll cool ist und dass man viele Leute kennenlernt und dass es ja einfach chillig ist und man fotografieren kann. Also dass eigentlich man viele neue Freunde kennenlernt, was mir auch sehr wichtig ist. Dass man auch viel Erfahrung mit anderen, mit Medien dann hat, wie beim Foto und Design, dass man Fotos macht, die dann mit unterschiedlichen Programmen bearbeitet, daraus alles möglich macht. Oder was wir jetzt gemacht haben, so ein Stop-Motion-Projekt, wo man einen ganzen Tag für braucht, um nur eine Minute zu zeigen an der Stop-Motion. Und das eigentlich sehr viel Spaß macht, auch auf dem Camp zu sein. Und dass ich es nächstes Jahr auch wieder mitmachen würde. Es war sehr interessant, amüsant und ja, viel zum Entdecken und zum Lernen. Und ja, ich werde jetzt einfach auf jeden Fall voll begeistert erzählen. Ja, wir haben das Werwolfspiel gespielt. Das ist sowieso das Coolste vor allem. Weil da kommt man so richtig ins Reden und da lernt man die anderen auch noch mehr kennen, als wir mit so Kennenlernübungen. Also mit Spielen lernt man sich noch mehr kennen. So. Und das ist voll cool. Das war einfach geil, finde ich. Kann man anders gar nicht ausdrücken. Also viele neue Freunde gefunden. Mal wieder. Wir haben ja Samstag und Sonntag sind wir ja auf dem Zanzenberg und haben dort übernachtet. Und in dem Abend von Samstag auf den Sonntag haben wir ja, bis um 4 Uhr morgen das Spiel gespielt. Es war eigentlich mein Highlight, weil wir haben gegrillt, wir haben das Spiel gespielt und haben es einfach fein gehabt alle zusammen. Und, ja.